Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skyline Snowfall und zwar Baranien. Hier brennt mal wieder alles ab, ist alles vereist und Tote und Müll und wie immer. Nicht genügend Kunden. Ja, ihr kriegt da noch ein paar Hotels oder so hin, ist mir jetzt egal nachher. Also wenn der Versuch mit dem Loch hier endlich mal durch ist. Oh Mann, ey, das wird so cool. Aber wir brauchen den Zugang hier auf jeden Fall. Wir können den nicht irgendwie wieder abmachen, wie gerade eben, also rausmachen. Weil das Wasser würde ja dann irgendwann verdampfen, spätestens, wenn dann genug Sonne irgendwann mal drauf scheinen würde. Oder lang genug einfach. Deswegen. Aber das ist voll die Schlucht, ne? Voll die Schlucht. Kann man hier jetzt eigentlich am Kanal? Aber ja, in der letzten Folge haben wir das ja hier gemacht. Kann man da jetzt auch so eine richtig geile. So einen richtig geilen Steg auch hier machen? Ich will keine Hochwassermauer. Theoretisch. Müsste das funktionieren, oder? Ort ist bereits belegt. Achso, das war diese Sache mit Ort ist bereits belegt, ne? Aber das ist ja sowieso eher so eine Sache, die so an der Küste ist. Aber irgendwie, ich finde das ein bisschen zu eckig. Tut mir leid, ich muss den nochmal abreißen. Kann ich das bitte abreißen, ja? Ich muss den ein bisschen rund machen. Das ist mir, also der muss schon ein bisschen dem Flusslauf angepasst sein. Dieses eckige Hin und Her finde ich nicht so dolle. Also wäre das hier schon mal eine gute Sache. So. Dann hier so. Ui. Das ist ja voll fast perfekt, ey. Ja, hier unten tue ich nochmal ein bisschen. Das ist irgendwie noch zu sehr am. Das möchte ich noch ein bisschen. Hierhin. Nee, hier nach unten. Oh nee, das ist jetzt doof. Ich will nicht so einen Knick da drin haben. Ja, das geht noch. Küste benötigt. Ja, hier, du kriegst du deine Küste. Da ist wieder so ein. Nein, ich will da keine Ecke drin haben. Ich möchte keine Ecke da drin haben. Verstanden? Och man, jetzt ist es voll doof, dass es so dunkel wird, ey. Aber das ist voll. Ich finde das voll toll. Da könnt ihr ja dann rüberlaufen, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Warte mal. Das Bild, das ist. Das heißt, man könnte dahinter auf jeden Fall noch so eine. Wie wär's mit einem Radweg, ey? Boah, ja, jetzt. Ich möchte einen Radweg bauen. Ist mir jetzt egal. Wir bauen jetzt einen Radweg. Und hinter dem Radweg. Daneben bauen wir noch einen Gehweg. Dann müssen wir mal beim Park gucken, ne? War das nicht hier irgendwo? Oder haben die da schon wieder. Ne, beim Park ist es nicht mehr, ne? Das war doch bei den Straßen. Oh, ich bin irgendwie ein bisschen. Also, wir haben eine normale zweispurige Straße. Das hier ist irgend so eine Kiesstraße. Oh Gott, jetzt sag mir nicht, ich finde jetzt nicht den bekloppten Radweg. Der musste ja dann, wenn, dann ist der dann hier.
Aber hier ist er ja auch nicht. Haben die rausgepatcht? 100 pro. Nein, ich bin eigentlich wieder nur zu doof, um das zu finden. Oh, jetzt sag mir nicht, ich finde den kloppten Radweg nicht, ey. Das regt mich jetzt gerade auf. Es gab doch eine ganz normale Straße für, nur für Fußgänger. Ja, die Autobahnabfahrt, genau. Die nehmen wir als Fußgängerweg. Ja, geht leider nicht. Okay, zweispurige Straße. Zweispurige Straße. 2, 2, 2. Haben die die rausgepatcht? Oder bin ich wieder nur zu doof, die zu finden? Dum, 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 dum. Hier. Da haben wir sie. Pflasterweg. Was haben wir denn hier? Hier haben wir den Kiesweg. Das ist für Dingens. Pflasterweg. Gehen. Also, die sind für Fußgänger zugänglich. Gut, dann machen wir hier direkt daneben erstmal so einen schönen Fußgängerweg. Boah, ey. Das wird... Kann man denn auch so eine Fußgängerbrücke... Oh, Mann. Kann man da auch... Cool, cool, cool. So. Oh, das wird so schön. Das wird so schön. Wow, wow, wow. Du, 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 du. Boah, ey, da haben die aber viel Freizeit, ey. Können sie die ganze Zeit um Kanal rumlaufen. Boah, und dann irgendwann mal noch so über eine Brücke drüber. Warum auch nicht? So. Dann hier so hoch. Ach ja. Was ich ja total schön finde, was ich allerdings in letzter Zeit halt, ja, schon sehr lange nicht mehr gemacht habe, ist an einem Fluss so lang laufen. Das ist schön in so einem Fußgängerweg. Das ist einfach total schön, sowas. Also, ja. Weil das ist voll komisch. Man kriegt dann auch immer diesen, also so einen kleinen Flair, so wie als wenn man an der Nordsee oder an der Ostsee, obwohl es halt einfach nur so ein bekloppter Fluss ist, ne? Dann sagt jemand so, ja, ist ja nur ein Fluss und... Ah, das ist total schön. Und dann kannst du halt einmal die Möwen, ne, ey. Möwen zwitschern hören und die Lachmöwen sind, glaube ich, auch ab und zu ein paar welche. Und dann denkst du, Alter, halt doch mal dein Maul. Hier habe ich... Was ist das denn, bitteschön? Ich laber zu viel, kann mich nicht konzentrieren. Was ist das denn bitte gerade gewesen? Wow. Also... Das ist, weil wir hier zu weit nach hier gekommen sind, ne? Wir dürfen nicht... Ja, hier sind wir auch ein bisschen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Boah, geht zwar die ganze Zeit so, aber... Ja, von hier aus, ne? Wir müssen eigentlich von hier aus nochmal neu machen. Weil ich will ja eigentlich nicht so eine Brückenlandschaft. Die sollen schon unten irgendwie rumlaufen. Das muss schon irgendwie... Gott, was habe ich denn da gemacht, bitte? Ja, hier geht's wieder hoch, ne? Hier geht's immer hoch, kann das sein? Boah, das sieht ja auch schlimm aus. Oh Gott. Ja, das will jetzt irgendwie gerade nicht mehr. Ist ja schön, dass ich gerade eben alles abgerissen habe. Gerade eben war alles toll. Ja, dann machen wir das so. Immer schön ein bisschen vom Dingens weg. Aber immer noch nah genug dran, um runter zu gucken.
Ja, weil hier ist nämlich, sieht man jetzt vielleicht nicht so ganz gut, aber hier, das ist ja so voll der Hügel. Und deswegen war da unten die ganze Zeit so ein Problem. Ja, das ist hier voll die Senke. Auf den Bürgersteig, ey. Da muss er aber auch gut zu Fuß sein, ey. Du bist ja nur auf der Senke am Laufen. Boah, ey, das ist voll anstrengendes Laufen, ey. Naja, tu mal was für die Gesundheit. So wie als wirst du die ganze Zeit durch den Wald laufen und versuchen, nicht auf der Fresse zu fliegen. Weil überall, am besten, weil kein Weg vorhanden, kein Weg vorhanden. Hier ist zwar einer vorhanden, aber da ist einfach kein Weg vorhanden. Und wenn du dann da rumläufst, dann so ein Abhang runter, ne? Ohne Weg, na, viel Spaß, ey. Boah. So, hier können sie dann wieder ein bisschen aufatmen, weil hier müsste eigentlich wieder. Ja, hier geht's wieder. Hier geht's wieder. Jetzt hier eine schöne Kurve nach oben. Also ganz ehrlich, von mir aus könnte es jetzt am liebsten die ganze Zeit hell sein, damit ich auch wirklich viel mitkriege von dem, was ich hier überhaupt mache. Das war ja gerade eben schon echt nah an der Grenze, wo ich gedacht habe, Alter, was? Okay, das sieht jetzt vielleicht nicht 1A aus, aber dann würde das Let's Play auch noch viel länger dauern. Nein. Nein. Danke. Ich möchte nicht über eine Brücke haben. Die sollen schön normal hier durch die Gegend laufen können. Also in diesem Gebiet werde ich wohl meine längste Zeit verbringen. Also die meiste Zeit. Meine längste Zeit. Ja, meine längste Zeit in diesem Let's Play habe ich damit verbracht, irgendwelche Fußgängerwege zu machen. Aber trotzdem stirbt meine Bevölkerung. Dabei müssten die alle total fit sein. Ja. Sorry. Das musste gerade irgendwie sein. Dieser Gehweg, ey, wenn man da lang geht. Die ganze Zeit schräg, boah. Ey, danach hast du aber Muskel, ey, boah. Oder Muskelkater, oder beides, oder ein Knick im Fuß, ey, das ist öfters. Ein Knick im Fuß hast du, ne? Ach du Heilige, wir sind noch nicht mal. Ja, theoretisch müssen wir ja jetzt. Na, hier unten hört es auf. Das wird jetzt gleich hier nach oben geführt. Weil das ganz ehrlich. Nein, das möchte ich nicht. Dass die da an der Straßenbahn lang. Nee, das ist ja nicht mehr die Straßenbahn. Das ist ja die richtige Bahn. Ja, dann kommen die noch auf falsche Ideen, ne? Also, bist die ganze Zeit den schönen Kanal lang und denkst, ja, welche Brücke nehme ich? Welche Brücke nehme ich? Und dann. Ach, weißt du was? Ich nehme den Zug. Ich bin aber wieder echt nett heute hier. Ja, also das geht jetzt hier unten schon natürlich an der Straßenbahn noch ein bisschen lang, aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde. Oh. Da geht's noch? Ja, komm, dann machen wir das jetzt so. Und hier müssen wir jetzt einfach nur geradeaus durch, theoretisch. Jetzt dürfen wir noch den Weg nach hier zurück. Ja, dann haben wir schon mal einen Fußgängerweg. Ich werde zwischendurch noch was anderes machen. Ich glaube, das wird auch ein bisschen zu langweilig hier. Einfach hier nur, naja, nachzugucken, wie man denn hier so schöne Fußgängerwege baut. Ja, aber das finde ich irgendwie ist immer das Coolste bei so Städten, die jetzt irgendwie so in der Nähe von einem Fluss sind, dass man dann da so eine Rheinufer, eine Rheinuferpromenade, ja, die hat man natürlich nur am Rhein, aber so eine Uferpromenade hat. Ja, das wäre natürlich richtig geil. Einen schönen Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Oder das Nachtleben noch so halb mitkriegen im hinteren Bereich, während man dann so schön über
die Uferpromenade schlendert und guckt, ob noch so schöne Schiffchen rumdümpeln. Und im Hintergrund hört man die feiernden Leute, die gerade in der Kneipe sitzen. Ja. Das ist auch eine schöne Sache. Ja. Ach ja, ist das schön. So, jetzt haben wir... ich werde das jetzt gleich hier noch anfangen. Ich werde hier wahrscheinlich jetzt nochmal hier sowas anfangen. Ich glaube. Was zum? What? Was geht denn jetzt ab? Ich glaube, ich... Scheiße. Ernsthaft? Really? Really? Warum tritt das denn jetzt? Weil es nicht raus kann, ne? Theoretisch müssen wir jetzt hier... Wir machen das ganz einfach. Wir halten uns die Option offen, das Teil wieder aufzumachen. Wir machen jetzt hier... Kann man hier eine Hochwassermauer bauen? Hier so rüber? Nein, natürlich nicht. Was ist hier? Nein. Wir werden das jetzt ganz einfach machen. Wir werden jetzt hier oben... Das wird dann... Ich verstehe das nicht. Also eigentlich theoretisch müsste man wahrscheinlich... Eigentlich theoretisch müsste man wahrscheinlich, genau. Schön. Hier so ein... Ausgang noch machen. Klar, wenn hier immer mehr Wasser reinkommt, geht das irgendwann nach oben. So, wir müssen jetzt hier unten... Geht nicht anders. Wir müssen jetzt hier erstmal die Verbindung kappen. Wenn wir merken, dass es weniger Wasser wird, dann können wir hier wieder die Verbindung dran machen. Da oben wird nichts gebaut. Ganz einfach. So, wir schauen uns das jetzt mal an. Hier ist noch kein Wasser. Noch nicht. Oder warum? Ja, gut, das ist weg. Das ist auch weg, das ist auch weg. Ach so, das heißt, es droht zu überschwemmen wahrscheinlich. Jetzt ist es wieder da. Jetzt ist es wieder weg. Boah, das Wasser ist jetzt hier. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch wahrscheinlich noch nicht mal... Ey, ganz ehrlich, ne? Boah, diese Wasserproblematik bei mir, das ist ja... Herzallerliebst, ernsthaft. Boah, schön. Ah, oh, ich finde das Spiel toll. Der brennt doch. Es ist hier. Oh, ich habe Probleme mit Wasser. Oh, Gebäude ist abgebrannt. Sehr schön. Ist da hinten wieder so ein Feuerteufel unterwegs oder was? Nee, ja, jetzt. Warum? Warum? Jetzt. Okay, wir kappen die Verbindung hier. Und machen hier wieder einen Ausgang nach da. Was anderes geht's nicht. Das heißt, du kannst das Wasser hier durchfließen lassen. Weil es ist ja halt auch ein Kanal, ne? Man kann da ja keinen Rundkanal oder so. Das funktioniert nicht, sieht man ja. Es tritt überall drüber. Das heißt, wir machen jetzt hier auch dicht. Und dann machen wir den Kanal, den wir bis hierhin haben. Dann müssen wir hier gleich eine Brücke bauen. Den machen wir. Ort ist bereits... Alter. Hör mir auf mit Ort ist bereits belegt, weißt du? Ich habe da ernsthaft keinen Bock. Oh Gott. Ja, das sieht jetzt auch scheiße aus. Das muss ein bisschen... Da muss noch ein bisschen Schwung rein. Es tut mir leid, deswegen muss ich jetzt wieder was abreißen. Aber hier muss noch echt ein bisschen Schwung rein. Das geht sonst nicht.
So. Nein, das ist zu wenig Schwung. Ah ja. Wir sind ja nur am Plan bis jetzt. Wir bauen hier. Gefällt sich das? Gefällt? Alter, weißt du, warum? Warum gefällt zu steil? Ganz ehrlich. Machen wir das mal andersrum. Ort ist bereits gelegt und... Gelegt, genau. Ort ist bereits gelegt. Bitte suchen Sie sich ein anderes Opfer. Warum erzählt ihr mir dauernd, Gefälle ist zu steil? So, das müsste jetzt aber funktionieren. Also wenn das nicht funktioniert, ne? Hier machen wir wieder die Verbindung. Machen wir wieder die Verbindung. Nach hier unten. Okay, die brauchen wir nur hier. Nur bis hier. Gefälle zu steil, zu nah an einem anderen Kanal. Ach, ich hab euch doch alle überhaupt nicht lieb. Gefälle zu steil, Gefälle zu steil. So. Geht's? Ja? Wir machen einfach nur so eine Schlängelung. Mehr geht ja auch nicht. Dass ich da nicht vorher drauf gekommen bin, ne? Egal, egal. Aber so läuft das halt bei City Skylines, wenn man sich nicht vorher einen super tollen Guide durchliest und dann sagt, ja, also das funktioniert so und das funktioniert so und das darf man auf keinen Fall machen. Für mich ist City Skylines halt auch ein bisschen so Learning by Doing und für Leute, die dann meinen, da ist ein Fehler gemacht und so, ja, dann habe ich da halt einen Fehler gemacht, kann ich auch nichts dran machen. Natürlich könnte ich ihn vielleicht verbessern. Ne, verbessere ihn doch. Mache ich ja auch. Wenn ich denn auch eine Idee habe, wie ich es anstellen könnte. Was ich ja jetzt gerade eben auch hatte. Aber ich möchte das Spiel so spielen, dass ich es gerade mehr oder weniger erlerne, ja. Und nicht, dass ich da weiß, was ich was. Ort ist plan. Alter, hör mir auf, mit deinem Ort ist bereits belegt, ne? Ganz ehrlich. Ja, das können wir dann auch noch so mal nochmal so rummachen. Ja. Ich mag das einfach nicht. Also wenn jemand meint, ja, hier, hast du falsch gemacht. Genauso Gronkh mag das auch nicht. Also seien wir uns mal ehrlich, das würde auch jeder andere nicht mögen. Und wenn ich spiele halt auch so, wie ich spielen möchte. Und wenn jemand das nicht passt, dann kann er auch woanders gucken. Ich spiele halt nicht übelst Pro. Dann würde ich auch einfach nur sagen, hier... so und so macht man das. Dann hätte ich schon 3000 Stunden mindestens City Skylines gespielt. Ja, mindestens. Ja, um sagen zu können, ja, also das darf man auf keinen Fall machen. Und das habe ich letztens ausprobiert. Also so sehen die Fehler aus, die dabei passieren könnten, wenn man das so und so macht. Bitte am besten nicht nachmachen, außer ihr wollt eure Stadt überfluten. Dann würde ich Tutorials machen, wie man am besten einen Kanal baut. Ja, wenn ich was wüsste. Oder wie baue ich einen tollen See? Weil wir haben festgestellt, man kann einen See nur bedingt bauen. Eigentlich braucht man, wie auch hier, einen Zugang und einen Abfluss wieder. Das heißt, den See hätten wir dort sowieso nicht wirklich bauen können. Außer wir hätten hier noch einen ganzen Kanal bis nach unten oder nach dort unten wieder gezogen. Und dann... Nö. Das wäre mir jetzt... Um ehrlich zu sein, dann bin ich jetzt echt mal ganz dolle ehrlich, wie ich sonst auch immer bin. Das wäre mir zu blöde gewesen. Ich habe da dann keinen Vertrag mit. Nö. Ich baue jetzt nicht eine ganze City nur wegen so einem Pöbelsee um. Dann mache ich lieber einen Kanal. Wo ich ja jetzt weiß, okay, man braucht auf jeden Fall noch einen Abfluss. Ich hoffe nur, dass das auch wirklich funktioniert. Ich glaube, wir müssen hier noch eine Hochmauer einbauen. Weil ich glaube nämlich gerade, dass die Strömung hier wieder reingeht. Dann haben wir das gleiche Problem wieder. Oder eine andere Idee. Warte mal. Gelände ändern. Anheben. Mit Anheben mit Klick mit der primären Maustaste.
Wenn wir das nämlich so ein bisschen verändern nach hier, dann will hier auch gar kein Wasser mehr rein. Anders können wir das nicht machen. Die wollen ja keine Hochwassermauern hier bauen. Das heißt, wir müssen das irgendwie so... verändern, dass das Wasser hier dran vorbeischleicht. Damit hier auch nicht von oben wieder Wasser reinkommt. Und wie schaut's aus? Ich glaube, es fließt vorbei. Fließt es vorbei? Hier nochmal ein bisschen, wenn es geht. Noch ein bisschen anheben. Ja, es fließt vorbei. Gut, weil sonst haben wir das gleiche... genau das Problem, wo ich jetzt glaube, gerade eingetreten ist. Dass man hier wieder Wasser reinkriegt. Und zwar so viel, dass hier wieder irgendwo sich das zurückstaut. Hier können wir ein bisschen absenken, damit hier was Wasser reinkommt. So. Müsste jetzt besser Wasser reinkommen. Oder? Na, was haben wir denn da? Haben wir noch irgendwelche Überreste vom... ja, haben wir. Sehe ich gerade. So, die brauchen wir ja. Sonst noch was? Nö. Ja gut, also die Wasserproblematik müssten wir jetzt eigentlich... ist da stehendes Wasser jetzt, oder... oder fließt es auch wieder raus? Ich bin mir da jetzt gerade nicht so sicher. Fließt das auch wieder raus? Weil hier in der Mitte müssen wir dann eigentlich noch ein bisschen tiefer machen. Dass die Sachen besser rauskommen. Mache ich jetzt gerade tiefer oder höher? Ich mache gerade höher. Komm, hier muss ein bisschen tiefer, dass die Sachen hier besser rauskommen. Boah, voll die Wellen jetzt. Wow. Und was ist jetzt hiermit? Kommt da jetzt auch wirklich Wasser raus? Oh, ich hab da irgendwie... Naja, wie auch immer. Also das... ich werde jetzt in den nächsten Folgen erstmal... also was heißt in den nächsten Folgen? Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal ohne Aufnahme die schönen überschwemmten... sah gerade so aus. Gehwege zu Ende bauen, so schnell wie es geht. Und... ja, was dann? Ja. Dann wahrscheinlich noch ein paar, also so eine Eisenbahn da, also so eine Straßenbahn, eine Eisenbahn, eine Straßenbahn dran lang bauen wäre vielleicht auch nicht so schlecht, fände ich gut. Und ja, aber wir können hier nicht allzu viel bauen, das sehe ich hier schon, da haben wir schon wieder zu wenig, also das geht nicht, also bis hier ist zu eng. Da kriegen wir nicht dreimal und dann noch irgendwie eine andere Spur. Oder wir versuchen es einfach. Mal gucken. Schön, noch Überbleibsel in dem See mit Leuchteketten. Gut, mit Laternen. Dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis dann zur nächsten Folge, ne? Tschüssi!